gehen wir nochmal kurz zum Gewächshaus, zum Mini-Gewächshaus, das ich eigentlich mir nur gekauft hatte, um eigentlich mal so ein bisschen mitreden zu können, wenn alle Leute Gurken und Tomaten anbauen. So richtig Lust hatte ich gar nicht dazu, aber jetzt möchte ich es nicht missen. Ja, hier habe ich nochmal vor dem Gewächshaus, habe ich jetzt nochmal ein Beet mit Kartoffeln. Die habe ich jetzt auf gemulchter Erde stehen, nicht angehäufelt. Wie gesagt, hier steht schon, dann habe ich noch ein paar Tomaten. Amisch, auch so eine komische Amisch-Sorte. Hier auf dem kleinen Hochbeet, könnte man sagen, da sind dieses Jahr verschiedene Zucchinis drauf. Hier sind noch welche, die ich irgendwie Ende Mai gesät habe. Die sind sehr schlecht gekommen dieses Jahr, muss ich sagen. Aber es war vielleicht auch mein Fehler. Ich habe jetzt auch was wieder gelesen. Zucchini und Kürbissamen soll man also mindestens 3 cm tief stecken, weil das absolute Dunkelkeimer sind und die dürfen irgendwie kein Licht und keine UV-Strahlung oder sonst was abbekommen. Also wenn man die zu flach in die legt, in die Erde oder in die Töpfe, dann kann es sein, dass das zu viel an Licht die am Keim hindert. Ja, hier sind noch die Selleriepflanzen, die haben die richtige Größe, die müssen dann spätestens in 14 Tagen raus. So. Wie gesagt, ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe jetzt nur 2 Tomaten hier vorne am Eingang. Das ist die Sorte Marmande, das ist so eine Fleischtomate. Und habe 4 Gurkenpflanzen aus der Gärtnerei. Sorte Saladin. Ja, die tragen jetzt schon ganz gut hier. Ja, da werden auch die ersten kleinen Gurken macht man ab, damit die Pflanzen sich erstmal kräftigen. Und was wollte ich sagen? Nein, die hatten allerdings, die sehen natürlich auch ein bisschen elend aus hier. Die hatten ja eine Kälteperiode, ja, da war da mal diese Schafskälte, das waren 9 Tage Regenwetter, durchgehender Regen bei 8 bis 9 Grad Celsius. Ja, anschließend dann hier dieses große Elbehochwasser. Da wären sie eigentlich fast verreckt. Ja. Und hier stehen noch restliche Salate. Ne? Hier habe ich diesen Wintersalat, der überwintert hat. Wie gesagt, den lasse ich jetzt hier blühen. Und da standen waren die 24 Stücke drin. Da kann man, ja, hat man dann Sommer ab. Ja, März, April hat man dann jeden Tag hier eine ordentliche Schüssel Salat aus dem Gewächshaus. Wie gesagt, den lasse ich blühen und sehe den wieder selber aus. Und da hinten steht noch jetzt der Rest. Amerikanischer Brauner Pflücksalat, ja. Der ist genial. Auch muss ich sagen, so fürs Gewächshaus. Den kann man, also wenn man jetzt sagen wir keine Jungpflanzen hat, sieht man den im Februar. Ja, Februar oder so, ja. Sät man den aus und erntet dann reichlich. Ne? Und der Pflücksalat, man muss immer sagen, der wird dann immer, man sieht das hier von unten her, pflückt man immer die größten Blätter ab und der wird dann immer höher, wie so eine Art Palme. Und wird 2 Monate etwa, kann man den abernten, schätze ich mal. Ja. Na, nochmal kurz zu den zum Anbau von Gurken. Wie gesagt, die benötigen erstmal eine sehr lockere, luftige, humusreiche Erde. Ja? Am besten so ein Gemisch zwischen Kompost und verrotteten Mist und richtiger Gartenerde. Ja, bei mir stehen die auch hier so, man sieht das schlecht, die stehen so ein bisschen auf dem Damm oben. Ne? So, erstmal diese lockere, humusreiche Erde ist wichtig. Dann ist es dürfen sie nicht zu zeitig rausgepflanzt werden, wie gesagt. Wenn die Temperaturen lange unter 10 Grad Celsius sind, wie gesagt, nehmen sie Schaden. Es macht auch nichts aus, wenn man mal eine Frostnacht hat und im Gewächshaus wird, sagen wir mal, so 3 Grad plus mal eine Nacht, das ist auch noch nicht ganz so schlimm. Man kann dann auch, man stellt dann wegen mir auch Kerzen hier, brennende Kerzen, 1-2 Stück ins Häusl rein, dann überlebt das auch mal so eine Frostnacht im Mai. Ende Mai. Ja.
dann ist es wichtig, dass man die, man geizt die, die Seitentriebe auch natürlich erstmal aus, so wie bei der Tomate, und tut auch die ersten, in der ersten Zeit, ja. Das macht keiner so gerne, die ersten Gurken abknipsen, die Jungen, damit die zuerst mal das Wachstum erstmal ein bisschen und die Pflanzen gekräftigt werden, ne? Also das Wachstum noch angeregt und das Höhenwachstum, ne? Wird, ja. Man kann es ja eigentlich auch so machen, wenn man unbedingt eine zeitliche Gurke ernten will, dann lässt man eine Pflanze halt, da lässt man sie dran und tut bei den anderen, also dann, wie gesagt, diese ersten drei Gurken sagt man, glaube ich, abknipsen und bei einer lässt man es dann halt und andere nimmt zeitig eine Gurke und freut sich. Ja, dann wachsen die, dann lässt man die nach oben wachsen, geizt die aus, tut oben ordentlich gießen. Günstig ist natürlich auch gute Stickstoffversorgung. Also man muss hier so Hornspäne oder was gibt's noch? So Hornspäne, Knochenmehl oder Blutmehl oder sowas, ja, gibt's noch. Das kann man mit in den Boden ordentlich reinmischen. Also die brauchen schon ordentlich Stickstoff, oder man muss dann mit Kunstdünger nachdenken, aber das will ja keiner. Wieso? Dann lässt man die hier nach oben wachsen. Ja, wenn die jetzt hier an der Stelle ist, jetzt schon so, dass man dann die Pflanze, und ich muss erst mal meinen, so, zack, da wird dann oben die Spitze kopiert. Und man lässt die Pflanze, die bildet dann oben zwei Seitentriebe. Ne? Den einen Seitentrieb, den ziehe ich dann hier weiter nach oben. Und den zweiten, den lasse ich dann hier, ich habe dann hier diese Querstange, wo die angebunden sind, lässt man dann einfach wieder nach unten wachsen. Ne? Und lässt dann an der geteilten Pflanze, die dann praktisch zwei Triebe hat, lässt man dann das Ding weiter wachsen und erntet dann weiter Gurken. Ja. Das habe ich mir in Pillnitz im Institut hier für Obstforschung oder wie das Ding heißt, da drüben mal so angeschaut und ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.